weitere umstrittene Argumente, weshalb die Jagd sinnvoll ist, also umstritten innerhalb der Jägerschaft, sind, dass der Jäger in die Populationsdynamik eingreift, also quasi den Wildbestand pflegt, wenn man das so nennen möchte. Weil, Argumentation dafür, zwei Gründe. Erstens, wir leben in einer Kulturlandschaft, in der das Wild nicht so viel für das Wild geeignete Äsungsflächen vorfindet, wie das Wild eigentlich braucht. Dementsprechend muss in einer Landschaft, die nicht an das Wild angepasst ist, das Wild an die Landschaft angepasst werden. Und dafür ist der Jäger quasi zuständig, dass er das Wild in dieser Form irgendwie beeinflusst, den Wildbestand quasi gesund erhält, indem er ihn durch Bejagung sozusagen den äußeren Umständen anpasst. Also die natürliche Selektion quasi ein bisschen durch die Jägerschaft übernehmen lassen. Das meine ich jetzt nicht abwertend, weil das muss halt eben sein, weil Raubwild gibt es ja nicht mehr, denn das ist das zweite Argument. Wir haben kein Raubwild, da kann man sich jetzt streiten, ob das gut oder schlecht ist. Es ist aber Tatsache, dass wir es nun mal nicht haben. Und deswegen muss der Jäger die Aufgabe übernehmen, die das Raubwild in einem natürlichen Ökosystem hat, nämlich vorzugsweise die kranken Tiere quasi rausschießen, um den Bestand der Gesamttierart, der Population gesund zu erhalten und auch darauf zu achten, dass das Männlein-Weiblein-Verhältnis in einem gesunden, natürlichen Verhältnis eben steht und entsprechend seine Jagd betreibt. Das ist gesetzlich vorgeschrieben im Rahmen der Hege. Die steht im Jagdgesetz drin, im Bundesjagdgesetz. Es ist allerdings eben umstritten innerhalb der Jägerschaft. Und es gibt Jäger, die die Hege komplett ablehnen, dass sich der Wildbestand auch ohne das Eingreifen, das überlegte Eingreifen des Jägers, das kontrollierte, dass er quasi weiß, okay, ich habe hier mindestens 30 Böcke und 20 Ricken, also muss ich jetzt eher 10 Böcke schießen als weitere Ricken beispielsweise, dass sowas quasi nicht stattfindet. Man meint einen Teil der Jäger, dass das keine gute Idee ist, weil die Natur das schon irgendwie selber regeln würde. Und es gibt Untersuchungen, die das dann entsprechend belegen, weil Raubtiere, anders als man immer dachte, sich nicht immer nur die schwachen Exemplare schnappen, sondern das, was sie gerade erwischen und es letztendlich ein Ausschnitt aus der Gesamtpopulation ist. Es gibt aber auch Publikationen, die eben das Gegenteil behaupten. Und deshalb ist das Thema ja eben so umstritten, weil es ganz schwierig ist, das eine oder das andere zu beweisen. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben, dass das eben eine Rolle spielt, wenn man Leute fragt, warum denn die Jagd notwendig ist. Gut, also das waren jetzt überwiegend die Argumente, die man häufig liest, wenn man einzelne Jäger fragt, die Internetseiten einzelner Jäger liest oder sich entsprechend im Internet allgemein einfach umguckt. Sowas steht auch häufig in Büchern. Und ich möchte jetzt einfach der Vollständigkeit halber, weil sie bisher noch nicht so in diesen Argumenten eine Rolle gespielt haben, die ÖJV-Meinung noch mal kurz ergänzend zitieren. Die haben nämlich ihre Leitlinien auf einem schönen handlichen PDF formuliert. Und da schreiben sie im Wesentlichen, dass die Jagd dann notwendig bzw. sinnvoll ist. Da gibt es zwei Argumentationen. Wenn entweder es sich um eine im ausreichenden Bestand vorhandene nutzbare Tierart handelt, also was man essen kann, wo die Bejagung Sinn macht, weil damit ein gutes, tolles Nahrungsmittel zum Beispiel zur Verfügung gestellt wird. Oder zweite Variante, die Regulation notwendig ist, weil die entsprechende Tierart einfach eine viel zu hohe Population hat, die fürs Gesamtökosystem schädlich ist. Also diese beiden Schienen gibt es dann in der Meinung des ÖJV. In der Praxis bedeutet das, das möchte ich auch noch mal kurz vorne wegnehmen, dass zum Beispiel Konfliktfeld Fuchs die Bejagung vom Fuchs, wenn überhaupt, dann nur im Winter Sinn macht, weil im Winter ist der Balg vom Fuchs verwendbar und man könnte den also quasi aus des Fells wegen jagen. Im Rest des Jahres ist die Bejagung des Fuchses nicht sinnvoll, weil laut Meinung des ÖJV und den entsprechenden Studien, die sie dann zitieren, der Fuchs nicht eine Überpopulation hat und man ihn auch nicht regulieren muss, weil sonst die Tollwut wieder aufkommt. Das ist eben sehr umstritten, aber der Fuchs ist als solches nicht nutzbar, das ist unumstritten. Wenn der Fuchs im Frühling, Sommer oder Herbst geschossen wird, dann kann man mit dem Fuchskadaver nichts anfangen, der landet in der Tonne. Deswegen darf er aus Sicht des ÖJV nicht geschossen werden.
Aber das war jetzt nur noch mal so ein kleiner Exkurs, damit ich das auch noch mal gesagt habe. Das werden wir im entsprechenden Video natürlich auch wieder ausführlicher und genauer noch ansprechen. Okay, dann ist jetzt, jetzt wird es ein bisschen konkreter, die Grundlage der Jagd in Deutschland ist das Jagdrecht. Und im Bundesjagdgesetz finden wir in Artikel 1 den Inhalt des Jagdrechts, der eigentlich allein der Artikel 1 schon ziemlich die Richtlinien, die Rahmenlinien der Jagd in Deutschland absteckt. Und zwar, wie das seit 1848 eben schon so ist, ist das Jagdrecht an das Grundstückseigentum gekoppelt. Wer also ein Stück Land besitzt, nicht ein Stück Stadt, ein Stück Land, ihr versteht, was ich meine, also Land, Land meint landwirtschaftliche Fläche, forstwirtschaftliche Fläche, fischereiwirtschaftliche Fläche, auch die zählt. Der hat dort eben das Jagdrecht inne und kann dieses aber nur ausüben, wenn er zum Beispiel eine Eigenjagd hat oder sich noch andere Flecken dazu pachtet, damit die Fläche einfach so groß ist, dass es sich lohnt, die Jagd dort auszuüben. Merke, Jagdrecht und Jagdausübungsrecht sind also nicht dasselbe und das Letztere ist viel, 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 viel schwieriger zu bekommen als das Erstere. Aber das kommt dann alles gleich noch. Dann findet man ebenfalls im Artikel 1, dass bei der Jagdausübung die Hege des Wildes erfolgen muss. Also sprich, das Wild muss gehegt werden. Das ist so zu verstehen, dass man nicht einfach alles Wild wegschießen kann, sondern man ist laut Gesetz verpflichtet, sich einen Überblick über den Wildbestand zu beschaffen, wenn man der Jagdausübende ist, zu schauen, was für Wildarten habe ich, sind die jeweils im Bestand gefährdet, wie viel darf ich da jeweils wegschießen, muss ich Weiblein oder Männlein wegschießen, ich muss also quasi, bin verpflichtet gesetzlich, den Bestand in irgendeiner Form zu beeinflussen und zu erhalten. Hege bedeutet immer Nutzung plus Erhaltung und der Begriff der Hege ist wieder erheblich umstritten. Die Hege als solche wird vom Ökologischen Jagdverband komplett abgelehnt, aber ist Gesetzeslage. Also man muss momentan das so machen, selbst wenn man ein Jäger ist, der nach ökologischen Jagdverband-Richtlinien denkt oder zumindest in diese Richtung, dann muss man trotzdem sein Wild hegen, weil es so gesetzlich vorgeschrieben ist. Wer nicht hegt, der macht sich strafbar. Lassen wir jetzt mal so stehen. Dann steht weiterhin noch drin, dass für die praktische Jagdausübung, also dann die kleinen Details, wie, wann, wo, warum und unter welchen Bedingungen schießen, von wo schießen, wann schießen, all sowas, ist geregelt durch die Grundsätze der deutschen Weitgerechtigkeit. Und zwar gibt es da die geschriebenen und ungeschriebenen Grundsätze der deutschen Weitgerechtigkeit, was die Sache recht interessant macht. Einfach ausgedrückt enthält das quasi so die gute fachliche Praxis für die Jagd. Also in jedem anderen Handwerk oder Beruf, das was als gute fachliche Praxis bezeichnet wird, das ist das, was im Fall der Jagd in der Weitgerechtigkeit drinsteht. So kann man es zumindest in einigen Publikationen nachlesen, aber auch die Weitgerechtigkeit als solche, als Gesamtkanon, ist sehr umstritten und auf die kommen wir nochmal gesondert zu sprechen. So. Artikel 2 des Bundesjagdgesetzes enthält dann die jagdbaren Tierarten. Das muss ich jetzt nicht, glaube ich, alles aufzählen. Da sind jede Menge Viecher dabei, bei denen man denkt, was, die werden gejagt? Nein, werden sie nicht. Es ist nämlich so, das sind die Tierarten, die vom Jagdrecht erfasst werden, damit eine Bejagung theoretisch möglich wäre, sobald der Bestand das zulässt. Wenn die Tierart also ein Level erreicht von ihrer Population, in der sie nicht geschützt werden muss. Das wird so argumentiert, dass eine Tierart, die vom Jagdrecht geschützt werden soll, auch im Jagdrecht aufgeführt werden muss. Deshalb steht da zum Beispiel der Biber drin. Der Biber ist sowas, wo jetzt gerade diskutiert wird, ob der Biber nicht demnächst wieder gejagt werden soll. Solche Tierarten, die dann quasi aufgeführt sind,
aber nicht bejagt werden, gelten einfach als ganzjährig geschont. Damit habe ich quasi jetzt schon das Wort Jagd- und Schonzeit eingeführt, wenn man so möchte. Es ist so, dass alle diese Tierarten, die im Jagdrecht aufgeführt sind, eine Jagd- und eine Schonzeit haben. Es gibt die beiden Extremfälle, Wild ohne Schonzeit, das ganzjährig gejagt werden darf, in beliebig großen Mengen, das wäre beispielsweise der Fuchs, und Wild, das ganzjährig geschont ist, das überhaupt nicht gejagt werden darf. Aber dadurch eben, das ist die Argumentation, dadurch, dass es trotzdem da drin steht, ist der Jäger verpflichtet, dieses Wild dann aktiv zu schützen. Der Jäger ist also auch immer ein Schützer. Das ist übrigens tatsächlich so, das ist auch nicht umstritten, zumindest nicht innerhalb der Jägerschaft, dass ein Jäger auch immer einen gewissen Naturschutz betreibt. Man muss dazu sagen, dass sämtliche Jagdverbände Deutschlands, also zumindest soweit ich weiß, alle auch anerkannte Naturschutzorganisationen sind. Zu den Jagd- und Schonzeiten muss man jetzt noch ergänzend hinzufügen, jedes Wild hat eine eigene Jagd- und Schonzeit und die unterscheidet sich je nach Bundesland. Wenn man also in Bayern wohnt und mal in Baden-Württemberg jagen gehen möchte, was man unter Umständen eben kann, wenn man die Erlaubnis von einem Inhaber des Jagdrechts für eine bestimmte Fläche hat, dann muss man sich vorher oder sollte man natürlich entsprechend nachfragen oder es nachlesen, was denn für Jagdzeiten für das Wild, auf das man jagen möchte, im entsprechenden anderen Bundesland als den, aus dem man kommt, gelten. Und im eigenen Bundesland weiß man es dann relativ schnell auswendig. Aber da gibt es relativ große Unterschiede und auch das ist wieder umstritten. Überraschung, Überraschung. In Baden-Württemberg beispielsweise befinde ich mich gerade in der, jetzt hier im Ende März, Ostern, befinde ich mich hier gerade in der generellen Jagdruhephase in März und April. Da wird überhaupt nicht gejagt, bis auf unter ganz besonderen Ausnahmeerscheinungen. Also sprich, Ruhe und Frieden. Aktuell hier bei mir im Wald. Aber es ist halt wirklich ganz unterschiedlich, je nach Bundesland. Aber diese Einteilung in Jagd- und Schonzeiten ist zentral für das deutsche Jagdsystem und gibt es auch so, seit es das Bundesjagdgesetz oder das Reichsjagdgesetz gibt. Da war das auch schon so geregelt mit den Jagdzeiten und Schonzeiten. Soweit zum jagdbaren Wild und jetzt müssen wir noch mal genauer auf das Jagdausübungsrecht eingehen. Das Jagdrecht hat eben der Grundstückeigentümer, das kann man nicht oft genug sagen, das ist kompliziert genug. Das Jagdausübungsrecht hat dann die Jagdgenossenschaft. Also sprich, der Zusammenschluss von Grundstückseigentümern. Und jetzt ist es wichtig, dass diese Grundstückseigentümer, die alle ein kleines bisschen Grund haben, von einer Gemeinde beispielsweise, alle der gleichen Gemeinde angehören und dann schmeißt man die ganzen Grundstücke, die die haben, zusammen und das gibt dann ein gemeinsames, wenn eine gewisse Fläche zusammenkommt, ein gemeinsames Jagdrevier. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten, wie die jetzt damit umgehen, dass die das haben. Und man muss dazu sagen, bis 2012 war das Pflicht, die mussten sich zu einer Jagdgenossenschaft zusammenschließen. Und ein allgemein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass eine Jagdgenossenschaft nur aus Jägern besteht. Also ein Zusammenschluss von Jägern ist? Nein, es ist ein Zusammenschluss von Landbesitzern, von denen unter Umständen überhaupt keiner Jäger ist. Und es ist trotzdem eine Jagdgenossenschaft. Und die haben jetzt eben, wie gesagt, drei Möglichkeiten, wie sie das Jagdausübungsrecht für ihre Jagdgenossenschaft regeln, was sie müssen, nicht dürfen, sondern sie müssen in irgendeiner Form das Land bejagen lassen. Oder bejagen. Möglichkeit 1, die gängige Praxis ist, sie stellen einen Jagdpächter ein. Sprich, sie verpachten das Jagdrecht, das komplette Jagdrecht, an einen Dritten, der ihnen dafür Geld zahlt. Wichtig ist jetzt bei der Pacht darauf hinzuweisen, dass nur das Jagdrecht komplett quasi verpachtet werden darf. Man darf also jetzt nicht sagen, ich verpachte dir das Recht, hier Wild zu erlegen, aber du musst es bei mir abliefern. Das darf man nicht, weil das Wild, das auf einem Grundstück erlegt wird, gehört per se erstmal dem Inhaber des Jagdrechts. Da das Jagdrecht dann ja aber verpachtet ist an den Jagdpächter,
Pech, da gehört das Wild, das auf der Fläche erlegt wird, nicht mehr dem Eigentümer der Fläche, sondern dem Inhaber des Jagdrechts, der dafür auch zahlt und der darf dann quasi, was er schießt oder von anderen Jägern geschossen wird, die er da jagen lässt, das gehört alles dem. Und das darf der dann entsprechend verhökern und damit machen, was er möchte. Er kann es auch alles selber futtern. Meistens ist es zu viel zum selber futtern. Und ein Jagdpächter lebt auch immer zum Teil irgendwo davon, dass er dann Wildbret verkauft. Dieser Jagdpächter hat jetzt eben nun die Möglichkeit, dass er auf seinem Grund, in seinem Jagdrevier auch noch andere Jäger jagen lässt. Das kann er entgeltlich tun, indem er quasi Begehungsscheine ausstellt. Das kann er aber auch unentgeltlich tun, indem er quasi Jagdgäste bei sich aufnimmt. Irgendeinen Freund, Bekannten oder was auch immer, denen gibt er einen entsprechenden Zettel, wo drauf steht, du darfst hier jagen. Und dann darf der da halt eben auch entsprechend jagen. Das ändert aber nichts daran, dass das erlegte Wild auf dieser Fläche immer noch dem Jagdpächter, dem Inhaber des Jagdrechts gehört. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Gut, jetzt gehen wir davon aus, dass unsere Jagdgenossenschaft keinen Jagdpächter haben möchte, beziehungsweise ihr Jagdrecht nicht verpachten möchte, sondern die Kontrolle über das Jagdrecht gerne selbst behalten will, also als Gemeinschaft der Jagdgenossenschaft. Dann haben sie die Möglichkeit, dass sie einen Berufsjäger einstellen. Berufsjäger ist so der Begriff im Volksmund. Eigentlich heißt der Ausbildungsberuf, den dieser Berufsjäger hat, Revierjäger. Das ist eine dreijährige Ausbildung, staatlich anerkannt, findet in einem Betrieb, meistens dann ein Forstbetrieb, wo halt sehr viel gejagt wird, plus Berufsschule statt, ganz normale Ausbildung. Ein Berufsjäger kann dann von seiner Qualifikation her alles, was ein, sagen wir mal, Laienjäger kann, aber ohne jemand beleidigen zu wollen, besser, weil das halt eben hauptberuflich die ganze Zeit macht. Der Laienjäger hat ja noch irgendeinen anderen Beruf und hat demzufolge einfach nicht die Zeit und die Zeit, um die Erfahrung mit der Jagd zu bekommen, die der Berufsjäger dann entsprechend hat. Dann hat er außerdem noch jede Menge Zusatzausbildungen, für die der normale Laienjäger auch nicht die Zeit oder das Geld hat. Er hat auch noch Ahnung von betriebswirtschaftlicher Vermarktung von Wild, dem erlegten Wild dann natürlich, hat noch erweiterte wildbiologische Kenntnisse, hat auch zum Beispiel eine Ausbildung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, dass er die Jagd quasi nach außen vertreten kann und auch Führungen anbieten kann. Im Jagdrevier ist sehr qualifiziert darin, Jagdgäste zu betreuen, organisiert Drück- und Treibjagden, Bewegungsjagden, gemeinsame Ansitzjagden, organisiert die gesamte Jagd, macht eigentlich im Prinzip alles, was mit der Jagd in Verbindung steht und hat das alles halt eben auch gelernt. Es ist also an sich eine gute Idee, den einzustellen, wenn man sicher gehen möchte, dass die Jagd im Jagdrevier der Jagdgenossenschaft wunderbar ausgeführt wird. Da ist man auf der sicheren Seite. Kommt trotzdem nur sehr selten vor, denn folgende Probleme bringt das mit sich, wenn man den einstellt. Der kostet Geld. Der Jagd dann zwar für die Jagdgenossenschaft, sprich das Wild, das er erlegt, gehört der Jagdgenossenschaft, das verkauft er auch für die Jagdgenossenschaft und den Erlös bekommt die Jagdgenossenschaft. Das lohnt sich aber nur dann, wenn da wirklich jede Menge Wild zu haben ist und auch verschiedene Wildarten, sprich im Rotwildgebiet. Auch dann ist es immer so eine Sache, ob sich das wirklich lohnt. Denn, was wir noch nicht angesprochen haben, sowohl beim Jagdpächter als auch beim Berufsjäger, wenn man sich für die einen oder anderen Weg entscheidet, wenn man so möchte, gibt es noch die Frage des Wildschadensersatzes zu klären. Wenn also Wild Schäden anrichtet an irgendwelchen Grundstücken von entweder Mitgliedern der Jagdgenossenschaft oder auch irgendwelchen anderen Leuten, dann ist die Jagdgenossenschaft in letzter Instanz schadensersatzpflichtig und muss diese Schäden quasi ersetzen, weil sie dafür zuständig ist, den Wildbestand auf einem so niedrigen Level zu halten, dass keine Wildschäden auftreten oder zumindest so gut wie keine Wildschäden. Diese Notwendigkeit, diese Schäden zu bezahlen, können sie mitverpachten, privatwirtschaftlich. Dass man also sagt, wir verpachten dir unser Jagdrecht, aber im Pachtvertrag steht zusätzlich noch drin, dass du dann aber auch dafür zuständig bist, die Wildschäden zu bezahlen. Weil du dann für die komplette Jagd quasi verantwortlich bist und die Wildschäden
zahlen obliegt auch dir. Deshalb ist die Verpachtung so beliebt, weil man dann erstens mal kriegt man Geld fürs Nichtstun, da kümmert sich ja überall der Pächter drum, und zweitens hat man auch nicht mehr das Risiko, dass man irgendwann mal arm wird, weil enorme Wildschäden auftreten. Allerdings muss man dazu sagen, dass in letzter Instanz immer noch die Jagdgenossenschaft zahlen muss. Wenn also der Jagdpächter bankrott geht, weil es so viele Wildschäden gibt beispielsweise, dann müsste der Rest der Summe, die an Wildschäden noch da ist, also der Betrag, der dafür notwendig ist, die auszugleichen, immer noch von der Jagdgenossenschaft gezahlt werden. Weshalb die dann wieder gerne jemanden einstellen, der den Eindruck erweckt, dass er nicht bankrott gehen wird, selbst wenn viele Wildschäden auftreffen. Gut, und jetzt zurück zum Berufsjäger, wenn sie den eingestellt haben, oder Revierjäger, wenn wir nochmal einen Fachbegriff verwenden, dann haben sie das Problem, dass der Revierjäger als Person nicht die Wildschäden übernimmt. Das heißt, die müssen den zahlen, damit er für sie jagt, und gleichzeitig müssen sie dann zahlen, wenn Wildschäden auftreten. Die können sie dann nicht abdrücken an irgendwen anders. Was die Sache mit dem Berufsjäger wieder etwas unlukrativ macht, in Gegenden, wo Wildschäden eben zu erwarten sind. Und bringen wir es auf den Punkt, Berufsjäger lohnt sich also nur dann, wenn ganz viel Wild da ist, dass man teuer verkaufen kann und gleichzeitig nicht zu erwarten ist, dass Wildschäden auftreten. So. Okay, und dann kommen wir zum dritten Fall. Die dritte Möglichkeit, die unserer Jagdgenossenschaft zur Verfügung steht, wie sie mit ihrem Jagdrecht umgeht. Sie möchten nicht verpachten und sie möchten auch nicht einen Berufsjäger einstellen. Dann haben sie drittens die Möglichkeit, einen Begehungsscheine auszugeben. Ich sage gleich Begehungsscheine, weil wenn man das macht, dann macht man gleich mit mehreren Begehungsscheinen. Kurz gesagt, man gibt mehreren Jägern die Möglichkeit, in dem Jagdrevier zu schießen. Das erlegte Wild allerdings behält die Jagdgenossenschaft. So, da das jetzt sehr weit weg von der Praxis ist, weil das so nie vorkommt, nehmen wir mal ein Beispiel, das ein bisschen praxisnäher ist. Es gibt nämlich noch die Alternativvariante bei Grundstücken, die dem Staat gehören, beziehungsweise dem Land, dass da dann natürlich nicht irgendeine Genossenschaft von Grundstückseigentümern zuständig ist, sondern eben das Land, beziehungsweise der Staat, beziehungsweise die Kommune. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es sich um einen Stadtwald handelt. Exemplarisch mal den Stadtwald von Baden-Baden. Und in diesem Stadtwald hat das Jagdrecht inne die Stadt. Und die Stadt braucht dann natürlich jemanden, den sie einstellt, der sich um die Organisation der Jagd da eben kümmert, weil bejagt werden muss ja, das ist ja gesetzlich vorgeschrieben, und das bietet sich an, das Forstamt, gleichzeitig Forst- und Jagdbehörde. In jeder größeren Kommune wird das meistens so geregelt, wenn sie dann einen nennenswert Stadtwald haben, das ist unterschiedlich. Baden-Baden hat, muss man dazu sagen, den größten bis zweitgrößten Stadtwald Deutschlands, das kommt darauf an, wie man es definiert. Im Vergleich, also auf die Fläche der Stadt gerechnet. Die haben nicht mehr Wald als Berlin, weil das ist ja nur eine ganz kleine Stadt, aber verhältnismäßig eben. So, und jetzt macht das dann unter Umständen Sinn, wenn man sowieso schon das Personal hat, das sich quasi um diese Organisation der Jagd kümmert, wenn man dann nicht noch irgendwelche Teile seines Waldes jagdtechnisch verpachtet, das könnte man auch tun, dass man einfach sagt, den gesamten Stadtwald verpachte ich das Stückchen an den, das Stückchen an den, das Stückchen an den, dann habe ich überhaupt kein Thema mit der Jagd mehr, dann braucht mich das nicht mehr zu interessieren. Da ist es aber dann durchaus eben halt mal üblich, dass man, also die Option gibt's, ist auch realistisch, das gibt's auch häufig. Aber jetzt in unserem Fall von Baden-Baden wollten wir ja das dritte Beispiel quasi abklären, die dritte Möglichkeit, die man hat, abklären, nämlich Begehungsscheine ausgeben. Das tut nämlich quasi das Forstamt, das ist jetzt also die Jagdbehörde, die dafür zuständig ist, sich darum zu kümmern, dass die Jagd auch ordnungsgemäß abläuft. Die gibt jetzt einzelnen Jägern gegen Zahlung von, ich meine, 800 Euro eine Jagdberechtigungsschein, mit dem sie im gesamten, also zum Beispiel einen sehr großen Teil zumindest des Stadtwalds, auf die Jagd gehen können von beliebigen jagdlichen Einrichtungen, die sie nicht selber bauen und nicht selber bezahlen müssen, und sie tragen auch keinerlei Risiko irgendwie an den Wildschäden. Sie zahlen ihre 800 Euro und mehr zahlen sie nicht. Und dafür dürfen sie so viel jagen gehen, wie sie möchten und wie gesetzlich zulässig ist.
Und der Jagdrechtinhaber muss sich dann halt eben darum kümmern, also in diesem Fall das, die Stadt bzw. das Forstamt in Person, wenn man so will, dass bei der Jagdausübung durch die Begehungsscheininhaber nicht, ja, zum Beispiel viel zu viel gejagt wird, dass die Hege quasi gewährleistet wird, eine Hege trotzdem stattfindet, obwohl sie durch ganz viele Personen quasi ausgeführt wird. Das ist umstritten, weil es die Hege sehr schwierig macht, weil dann irgendjemand quasi mit der Karte da hocken muss und aufschreiben, aha, Hochsitz 217, dieses Jahr 17 geschossene Rehe, 9 Säue und Hochsitz 218 so und so viel. Und da muss man sich quasi einen Gesamtüberblick verschaffen, wie viel darf in welcher Ecke noch geschossen werden, wie viel muss in welcher Ecke unter Umständen noch geschossen werden, Abschussplan. Dazu komme ich noch. Und ja, das ist ein großer Verwaltungsaufwand und der lohnt sich halt eben nur dann, wenn man ohnehin schon eine Fachkraft eingestellt hat, die das dann quasi nebenher im Rahmen ihrer ansonsten sonstigen beruflichen Tätigkeit quasi durchführt. Damit haben wir jetzt geklärt, wer jagen gehen darf auf Fläche XY. Was derjenige, der auf Fläche XY jetzt jagen gehen möchte, noch braucht, ist natürlich ein Jagdschein. Und um einen Jagdschein zu bekommen, braucht man jetzt zwei Voraussetzungen. Erstens müsste die persönliche Voraussetzung gegeben sein. Soll heißen, man ist nicht alkoholabhängig, spielsüchtig, geisteskrank. Da steht so wirklich im Gesetz. Ich habe den Begriff jetzt, ich weiß nicht, ob der Begriff politisch korrekt ist oder nicht, aber da steht da so drin. Was denn noch? Man ist nicht vorbestraft, man hat nicht sonst irgendwas angestellt, was dazu führen würde, dass man, dass einem das korrekte Hantieren mit dem Wild irgendwie die Qualifikation dafür abgesprochen wird. Zum Beispiel, wenn man im Tierschutzgesetzbereich irgendwelche kleineren Verstöße hat, dann reicht das schon aus, während man, wenn es zum Beispiel um Verkehrsdelikte oder so geht, ein größerer Spielraum ist, was man an Verstößen haben darf, um trotzdem noch einen Jagdschein zu bekommen. Auch beim Waffenrecht, wenn man da nur den kleinsten Mist gebaut hat, ist man sofort disqualifiziert. Wenn man, was weiß ich, mal Fahrerflucht begangen hat oder sowas beispielsweise, kann das unter Umständen vielleicht noch akzeptabel sein. Also so irgendwie funktioniert das. Das ist alles ganz detailliert geregelt im Bundesjagdgesetz. Das brauchen wir jetzt aber so nicht besprechen. Und die zweite Sache, die man dann natürlich noch braucht, um den Jagdschein zu bekommen, ist die Jägerprüfung bestanden haben. So, jetzt mache ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebt, wenn ich daran zweifle, dass die Jägerprüfung so wahnsinnig schwierig ist, wie sie gelegentlich gerne mal dargestellt wird. Das grüne Abitur, eine unglaublich umfassende und wahnsinnig schwierige Prüfung. Ja, also man muss schon nachweisen, dass man definitiv schießen kann. Das muss man können, das stimmt. Und das ist auch, zumindest meine ich, so einfach. Und da gibt es Leute, die können das einfach nicht. Die fallen dann da regelmäßig auch durch. Wissensteil dieser Prüfung, denn die besteht aus einem schriftlichen, einem mündlich-praktischen Teil und einer Schießprüfung, also drei Teile quasi. Und diese schriftliche oder die mündlich-praktische, das mag recht anspruchsvoll sein in Anbetracht dessen, dass da jeder das Ding machen kann, der da irgendwie Lust hat. Und jetzt muss ich mich wirklich unbeliebt machen, jeder Personengruppe, die das versucht, wird sie da wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Für einen Universitätsstudenten, der das in Verbindung mit seinem Studium macht, ist es eine sehr leichte Prüfung. Sorry, jetzt habe ich mich unbeliebt gemacht. Und der Vergleich mit dem, also das Ding als grünes Abitur zu bezeichnen, das Abitur ist im Vergleich zu einer Universitätsprüfung auch sehr einfach. So, ich hoffe, ihr hasst mich jetzt nicht völlig, wenn ich jetzt in diesem Fall das mal kurz unbedingt das Bedürfnis hatte, darauf hinzuweisen. Ja, nichtsdestotrotz, es fallen schon immer mal wieder regelmäßig Leute bei der Jagdscheinprüfung durch. Was man vorher an Stunden quasi gelernt haben muss, ist auch nicht so genau festgeschrieben. Das variiert auch so ein bisschen nach Bundesland und so weiter und so fort. Es ist schon recht umfassend und da sind nicht nur so Dinge wie schieße ich ein Tier tot in der Jagdscheinausbildung enthalten, sondern halt auch noch so grundsätzliche Dinge, wie funktioniert die Natur, wie funktioniert das Waldökosystem, das paar Dinge zur Landwirtschaft, was da so zu beachten ist und so weiter. Also ja, wenn man vorher keine Ahnung hatte, dann hat man, wenn man einen Jagdschein hat, auf jeden Fall schon eine solide Grund,
Ahnung, die man zum Beispiel durch das Anschauen meiner Videos noch erheblich vertiefen könnte. Dass der Jagdschein überhaupt so mit einer Prüfung verbunden ist, ist übrigens auch eine Idee, die aus dem Nationalsozialismus, also zumindest aus der Zeit halt eben stammt und in der Zeit entstanden ist. Und da muss man jetzt wirklich sagen, da kann man noch so viel gegen den Nationalsozialismus haben, berechtigterweise selbstverständlich. Das war so eine der Sachen, die ganz gut gewesen sind. Kann man jetzt wirklich nicht anders sagen, finde ich.